Meine Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit dem Autor Björn Beermann. Hallo Björn, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, genau, ich bin Björn Beermann, ich bin Urban Fantasy Autor. Derzeit schreibe ich an einer Trilogie, die in meiner Heimatstadt spielt. Und habe den zweiten Teil schon veröffentlicht, der dritte Teil, da habe ich die Rohfassung jetzt durch. Und versuche da ein bisschen Fantasy in die reale, tristen Alltag quasi hineinzu. Cool. Ja, ich bin gespannt, aber jetzt musst du uns erstmal erzählen, wie dein Buch heißt, aus dem du heute liest. Das macht Sinn, ne? Hätte man drauf kommen können. Also der erste Teil, aus dem lese ich heute auch, der heißt Mithra magisches Erbe. Und dann haben wir noch den zweiten Teil, der heißt Mithra magische Verwandlungen. Und und jetzt kann man gespannt sein, wie der dritte Teil heißt. Aber ich weiß es selber noch nicht, von daher sind wir alle sehr gespannt. Ja, wir warten sehnsüchtig, aber du wirst es uns mitteilen. Auf jeden Fall, sobald es soweit ist, geht's los. Super. Ja, dann fang einfach gleich mal an. Okay, super. Genau, ich habe mir überlegt, genau so, das habe ich mir auch sogar von einer Autorin abgeguckt, die bei dir schon gelesen hat, von der Sandra. Die hat gleich am Anfang angefangen, dachte ich, das ist eine sehr gute Idee, da muss man am Anfang gar nicht so viel erklären. Und dadurch, dass ich auch so ein Prolog-Mensch bin, ich weiß, viele Menschen hassen Prologe, aber ich finde sie großartig, fange ich gleich mit dem Prolog an, dann mache ich einen kurzen, erkläre ich nochmal ein bisschen und dann mache ich einen kleinen Sprung und dann geht's in die nächste Szene weiter. Prolog. Die Nacht und eine drückende Schwüle hatten sich über den Stadtpark gelegt. In der Ferne hörte man bereits das tiefe Grollen eines nahen Gewitters. Zwei Frauen passierten eilig den Parksee. Ihr Ziel war eine Steinfigur, die in der Nähe der Badestelle vor kurzem zerstört worden war. Ursprünglich stellte sie einen Jungen mit einem Reh dar, jetzt stand nur noch der Sockel. Vor ihm lagen die Brocken verteilt auf dem Boden herum. Von den vereinzelten Nachtschwärmern, die den Park besuchten, wurden die beiden Frauen mit den Kerzen in der Hand nicht beachtet. Sie hatten einen Schutzzauber beschworen, der sie davor bewahrte, von den Leuten gesehen oder gehört zu werden. Die wenigen Menschen, die sich in der Nähe aufhielten, johlten und lachten, schrien und sangen lauthals, ohne dass sie genau wussten, warum sie das taten. Es lag Energie in der Luft, die sich um die Brocken der zerschlagenen Steinfigur verdichtete. Die Erregung der Normalsterblichen wuchs mit jedem Zentimeter, den sie sich diesen näherten, weshalb sie instinktiv ihre Schritte beschleunigten, wenn sie den Steinbrocken passierten. Die beiden Frauen blieben allerdings genau vor den Brocken stehen. Auch sie wurden von der unnatürlichen Energie, die hier austrat, beeinflusst, konnten diese mit ihrer Kraft aber nahezu ablocken. Die Frauen betrachteten die Steinbrocken besorgt. Die jüngere der beiden schaute die ältere an und sagte, »Mal sehen, was sie uns sagen kann.« Die ältere nickte. Und die jüngere berührte einen der Brocken. Sie zuckte augenblicklich zurück und schrie auf. Tränen standen in ihren Augen. Die ältere massierte ihr die Schulter. »Sie weiß es nicht genau, aber sie glaubt, dass eine Wächterin ihr das angetan hat,« sagte die jüngere bestürzt und stöhnte auf. Eine von uns? Macht es anziehend. Wie beiläufig wischte sich die Ältere eine Strähne ihrer kaum zu bändigen, feuerroten Haare aus dem Gesicht. Die Jüngere blickte zu Boden, ihre Lippen bebten. Es beginnt also wieder? Die Ältere nickte. Aber sobald Mithra bei uns ist, kann es gut werden, nicht wahr? Sie könnte diejenige sein, die erste aus zweien. Die Ältere drehte sich abrupt zu ihr herum. Es hat sich nichts geändert. Keiner setzt sie unter Druck. Sie muss es wollen. Sonst ist alles verloren. Jetzt lernen wir Mithra ein bisschen kennen, wie sie da noch zu Hause bei ihrem Vater lebt und wie sie nach Hamburg fährt. Denn sie hat ja eine Ausbildung und fährt deswegen zu ihren Verwandten mütterlicherseits, die sie bisher noch gar nicht gekannt hatte. In den nächsten Seiten sieht sie dann auch schon die ersten magischen Wesen. Kann das natürlich nicht so ganz zuordnen, denkt, dass sie ein bisschen rumfantasiert. Kriegt dann aber auch schon mitgeteilt von ihrer Tante und ihrer Oma, bei der sie untergekommen ist, dass sie Teil einer magischen Welt ist. Und damit versucht sie gerade ein bisschen klarzukommen. Sie hat ja auch noch eine Ausbildung. Da lernt sie jetzt eine etwas verrückte Persönlichkeit kennen, die dann auch noch ihre Freundin wird, Eggie. Sie verknallt sich auch noch in Typen,
das ist der Gilbert. Und darum geht es jetzt im folgenden Kapitel, die Mittagspause. In den folgenden Stunden versuchte sie, den Ausführungen von Herrn Buschwerde und seiner Sekretärin zu folgen. Innerlich betete sie allerdings, dass Eggy ihren Mund hielt. Immer wieder glitt ihr Blick unauffällig auf die Uhr des Computers. Die Zeit verstrich quälend langsam. Doch schließlich erlöste der Chef sie und sie raste förmlich in ihr Büro zurück, wo sich Eggy glücklicherweise noch befand und sich gerade ihr Jäckchen anzog. Sie war beunruhigend gut gelaunt. Mitra schwante Böses. Den Kaffeefleck sieht man ja fast gar nicht mehr, klimperte Eggy unschuldig mit ihren Wimpern. Mitra schaut an sich runter und strich über ihre Bluse, die tatsächlich fast wieder vollständig weiß war. Eggy zerrte sie in ein durchaus gemütliches Büro in der City Nord. Was denkst du denn von mir? Äußerte sie sich endlich zu Mitras Befürchtung, als sie sich an einen der Tische gesetzt hatten. Ich bin äußerst diskret vorgegangen. Kein Wort davon, dass du unsterblich in Gilbert verliebt bist. Sie grinste Mitra breit an. Mitra sog die Luft an, um zu erwidern, dass sie nicht unsterblich in Gilbert verliebt sei. Doch Eggy redete gleich ungerührt weiter. Der Typ ist gleich so steif und förmig wie ein Stockfisch, aus dem ist nichts rauszuholen, seufzte sie kopfschüttelnd. Mitra atmete erleichtert aus. Nach einem Blick auf die Uhr stellten sie fest, dass sie noch genug Zeit hatten. Also schlug Eggy vor, in den Stadtpark zu gehen und ein bisschen zu relaxen. Sie schlenderten entspannt ihrem Ziel entgegen. Die Sonne schien und wärmte alles angenehm auf. Doch als sie das grüne Herz der Hansestadt betraten, überfiel Mitra eine innere Kälte. Sie schaute sich unruhig um und blickte nur in lachende Gesichter. Offensichtlich war sie die Einzige, die diese Kälte fühlte. Sie schlang ihre Arme um ihren Körper und versuchte, ihn warm zu rubbeln, was nicht gelang. Immer deutlicher spürte sie die Präsenz einer großen Macht, die ihr irgendwie böse vorkam. Zudem hatte sie das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Ihr Herz schlug schneller. Sie wusste, dass es völlig überdreht und irrational, wenn nicht sogar verrückt klang. Doch Mitra fühlte sich von dieser Macht irgendwie bedroht. Das muntere Geplapper von Eggy nahm sie nur noch nebenbei wahr. Was war nun los mit ihr? Etwas schien auf sie zu lauern. Sie blickte sich immer wieder um, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten. Dieser verfluchte Magiemist, dieser Hokuspokus sollte sich von ihr fernhalten. Wut stieg in ihr hoch. Die Kälte wich und machte eine Hitze Platz, die ihr nicht unangenehm war. Ganz im Gegenteil. Die Hitze schien ihr Kraft zu verleihen. Von irgendwo in der Ferne hörte sie leise, wunderschöne Musik und die Umwelt verschwand hinter einem weißen Schleier. Mitra bemerkte missmutig, wie eine Biene sie immer wieder umkreiste, was sie zusehends nervte. Obwohl sie wusste, dass es nicht das Intelligenteste war, versuchte sie, das Insekt mit Herumfuchteln zu verscheuchen, was selbstverständlich nicht gelang. Plötzlich spürte sie, wie Energie aus der Erde in ihren Körper floss. Ihre Hände wurden immer heißer. Mitra fühlte sich in einen tranceartigen Zustand versetzt. Sie konnte gar nicht mehr klar denken. Wieder versuchte sie, das aufdringliche Insekt wegzuscheuchen. Dabei löste sich plötzlich ein Feuerball aus ihrer Hand. Er traf die Biene, die daraufhin einfach verpuffte. Das alles geschah innerhalb von Sekunden. Mitra starrte ungläubig an die Stelle, wo eben noch die Biene geflogen war. Der weiße Schleier zerriss und die Musik hörte abrupt auf zu spielen. Was war da gerade passiert? Woher war der Feuerball gekommen? Hatte sie gerade gehext? Mitra keuchte auf und wischte sich ihre Hände an ihren Rock ab. Eggy war stehen geblieben. Sie blickte Mitra irritiert und zugleich verzückt an. Was war das denn? Warst du das? Mitras Gehirn setzte kurzfristig aufgrund von Überlastung aus. Was sollte sie darauf erwidern? Sie suchte so fieberhaft nach einer Erklärung, dass sie den Schatten gar nicht bemerkte, der sich von dem Baum eines Baumes löste und davonflog. Du meinst die, also ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass, schottete Mitra. Ich meine, sie schüttelte den Kopf. Was meinst du? Eggy schaute sie skeptisch an. Na, ich meine das Feuerentfernung und die verkohlte Biene. Ich hätte schwören können, dass das von dir kam. Von mir? Mitras Gedanken rasten. Ein Inferno, du bist ja... Sie macht eine fahrige, wegwerfende Armbewegung. Vielleicht war ich ja elektrisch aufgeladen oder die Sonne hat ihren Streich gespielt. Mitra versuchte, möglichst unbekümmert weiterzugehen. Aber sie wusste, dass sie von jetzt an unter Eggys Beobachtung stand. Dankeschön. Na, das war doch sehr spannend. Ja, dann fangen wir mal mit deinen Figuren an. Erzähl doch ein bisschen was über deine Figuren. Genau. Also da haben wir erstmal Mitra selber. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, allein schon auf einem Titel, die Protagonistin. Die ist 16 Jahre alt. Die hat vor 2 Jahren ihre Mutter verloren bei einem Verkehrsunfall. Und dort auf der Beerdigung hat sie dann ihre Großmutter und ihre Tante mütterlicherseits kennengelernt. Also bis dahin hat sie gar nicht gewusst, dass sie überhaupt existieren. Und
Ja, die letzten 2 Jahre waren jetzt, kann man sich vorstellen, nicht besonders schön für sie, was auch ein bisschen daran lag, dass sie mit diesen ganzen Emotionen natürlich zu kämpfen hatte und sich selbst dadurch auch ein bisschen isoliert hat. Also sie war, hatte eigentlich vor Freunde und Sonstiges, das ist alles in die Binsen gegangen und deswegen ist auch ein bisschen so ihr Credo, sie möchte eigentlich nicht auffallen. Also sie möchte da nichts groß Besonderes sein, sie möchte jetzt ein normales Leben führen, hofft jetzt in Hamburg auch einen Neuanfang zu starten mit dieser Ausbildung und einfach ja quasi loszulegen. Und dann kommt halt diese ganze Magiesache ihr da noch irgendwie in den Weg und das nervt sie ein bisschen. Sie versucht es am Anfang auch ein bisschen zu unterdrücken und wird es, ich hoffe, ich spoilere nicht zu viel, aber wird es auf jeden Fall natürlich dazu führen, dass sie ja, dass sie das annehmen kann, dass das ein Teil von ihr ist, wobei ihr Eggy natürlich sehr gut hilft. Genau, und Eggy ist tatsächlich einfach ein ganz anderes Kaliber. Das wird man im zweiten Teil noch ein bisschen besser merken. Da möchte ich jetzt tatsächlich nicht zu viel zu sagen, aber natürlich hat sie auch ihre kleine Backstory und warum sie jetzt so ist, wie sie ist. Aber sie unterstützt sie auf jeden Fall sehr und gibt ihr immer wieder die Rückmeldung, dass es doch eigentlich einfach was Gutes ist und dass sie dazu sich stehen muss und dass sie dabei auch unterstützt. Und das hilft Mitra natürlich auch sehr. Genau, das sind, glaube ich, erstmal so die wichtigsten Personen. Genau, und mit deinem zweiten Buch kommst du dann natürlich wieder. Klar. Machen wir die nächste Folge. Kannst du dann über dein zweites Buch reden? Genau. Wo spielt denn dein Buch? Genau. Fängt in Niedersachsen an und aber so 98-99% spielen in Hamburg. Genau. Und gibt es da bestimmte Orte in Hamburg? Genau. Ich bin ja selber Hamburger, darf ich nicht sagen. Dafür würden mich Hamburger jetzt kreuzigen. Ich bin zugezogener. Aber ich fühle mich als Hamburger. Also immer wenn ich so durch diese Stadt gegangen bin, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es so gewisse Orte gibt, wo es so ein bisschen magischer irgendwie abgeht. Und ich habe nicht alle Orte bisher aufgenommen. Im dritten Teil wird es dann noch ein paar mehr zu geben. Aber auf jeden Fall, der Stadtpark spielt eine ganz wichtige Rolle. Dann haben wir Pöseldorf. Da ist so in der Nähe zumindest da, Rotenbaum und so weiter, da ist in der Nähe ist die Villa. Natürlich sind Großmutter und Mutter in einer, mit Tante in einer prächtigen Villa, verwandt mit den Gründervätern und Müttern dieser Stadt. Und genau, und dann gibt es da noch die City Nord. Die City Nord ist tatsächlich ein ziemlich magiearmes Ding. Es ist einfach nur Bürotürme, da passiert nicht so viel. Und dann gibt es noch in Alsterdorf noch einen kleinen, da hat die Oma noch einen kleinen Garten. Da spielt noch ziemlich viel, nicht ein bisschen zumindest. Dann sind wir noch im Tierpark, da hat sie auch noch mal eine Hagenbecks Tierpark. Genau, das sind aber so die Hauptdinger. Na, dann kann man gleich mal eine Reise nach Hamburg machen mit deinem Buch zusammen. Das lohnt sich. Kannst du gleich noch einen Reiseführer dazu rausbringen? Passt, oder? Gar nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Gerne. Ja, dann liest doch einfach gleich mal weiter. Okay, genau. Wir konnten jetzt nur erleben, wie es Mitra tatsächlich noch einigermaßen noch geschafft hat, Eggy irgendwie zumindest mundtot zu machen, wie man das auch mal bei Eggy schaffen möge. Ist natürlich immer eine schwierige Nummer. Aber jetzt kommt die Szene, wo es alles endet. Sie wird erfahren, dass Mitra magische Fähigkeiten hat und sie wird einen Vertreter eines anderen magischen Volkes kennenlernen. Dieses Wesen ist nicht ganz so positiv auf sie zu sprechen. Als Eggy davon eilte, öffnete Mitra ihre Tasche, um ihr Portemonnaie herauszusuchen. Sie hatte es, nachdem sie den Kaffee bezahlt hatte, achtlos hineingeworfen. Sie wollte kurz überprüfen, wie viel Bargeld sie noch hatte. Da fiel ihr der Stein auf, den sie am Abend zuvor vor dem Gartentor gefunden hatte. Sie starrte ihn an. Sie hatte das Gefühl, dass etwas Dunkles von ihm ausging. Der Stein hatte etwas mit der Stimme zu tun. Ach ja, sie hat eine Stimme.
Diese Stimme ist das ursprüngliche Feuervolk. Das hört allerdings auch nur sie. Und das ursprüngliche Feuervolk bedroht unsere Welt ein bisschen. Glaubt ihr bloß keiner, weil es halt nur sie ist, die diese Stimme hört. Ihre nackten Haare stellten sich auf. Diese Stimme versuchte sie zu etwas zu überreden. Und sie war sich sicher, dass es nahezu das Gegenteil von dem war, was ihre Tante und ihre Großmutter wollten. Sie fragte sich, was dieser Stein zu bedeuten hatte. War es eine Nachricht? Oder war eine Nachricht auf dem Stein? Sie blickte sich um, um zu überprüfen, ob jemand sie beobachtete. Doch das Café hatte sich in der Zwischenzeit geleert. Niemand beachtete sie. Sie fasste sich ein Herz und griff nach dem Stein. Das Erste, was sie spürte, war ein Schwall aus Schmerz. Es schien sich explosionsartig durch ihre Adern zu verbreiten. Mitra stöhnte. Doch kurz bevor sie das Gefühl hatte, ohnmächtig werden zu müssen, ebbte er ab. Von dem Stein ging Licht oder besser gesagt Feuer aus. Mit gemischten Gefühlen bemerkte sie, dass es durch ihre Hand und ihren Arm floss. Mitra, komm heute Nacht in den Stadtpark zur Figur. Alleine. Ich kann dir helfen. Die Stimme, die zu ihr sprach, schien durch den Stein und das Feuer direkt in ihr Gehirn zu gelangen. Mitra war wie in Trance und nahm nichts anderes mehr wahr. Dann war alles auf einmal verschwunden. Kein Licht, kein Feuer, keine Stimme und kein Schmerz mehr. Mitra keuchte und starrte den Stein an, von dem nichts Ungewöhnliches mehr ausging. Es schien so, als ob er seinen Dienst getan hätte. Die Nachricht war überbracht worden. Jegliche Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Was war das denn? Eggy starrte sie mit offenem Mund an. Mitra ließ augenblicklich den Stein fallen. Es hatten sich Schweißperlen auf ihrer Haut gebildet. Sie war noch zu sehr in ihren Gedanken gefangen, um schockiert darüber zu sein, was das Eggy etwas mitbekommen hatte. Ich weiß es nicht. Eine Nachricht an mich, glaube ich, flüsterte sie, während sie immer noch den Stein anstarrte. Eggy war sprachlos und stand wie angewurzelt vor dem Tisch. Dann fuhr sie sich durchs Haar und schüttelte ihren Kopf. Wahnsinn, sagte sie mehr zu sich als zu Mitra. Ich glaube, ich brauche jetzt Schokolade. Wenig später kam Eggy mit zwei dampfenden Tassen Kakao an den Tisch und stellte eine von Mitra, die sich immer noch nicht bewegt hatte. Erst als sie hörte, wie Eggy ihren Sessel vom Tisch wegzog und über den Boden scharren ließ, um sich hinzusetzen, schaute Mitra Eggy an. Ihr Gedankenkarussell verlangsamte sich allmählich. Danke, wisperte Mitra, als an ihrem Kakao nippte. Erst jetzt merkte sie, wie kalt sie sich von innen fühlte und das trotz des Feuers, das vor kurzem noch durch ihren Körper gekrochen war. Komm heute Nacht in den Stadtpark, hallte es noch durch ihren Kopf. Sie nahm einen weiteren Schluck und genoss es, wie die heiße Schokolade das Fröste langsam abebben ließ. Mitra wartete mit unverhohlener Neugier, dass sie eine Erklärung abgab. Mitra konnte es ihr nicht verdenken. Sie wollte auch wissen, was ihr gespielt wurde. Wer war diese Stimme? Und was wollten ihre Großmutter und ihre Tante ihr nicht sagen? Wie kam es zu dem Zerwürfnis der Völker? Und was musste sie tun, damit dieser ganze Terror endlich wieder aufhörte? Sie sah Eggy an. Sie war immer noch hier und hatte ihr sogar einen Kakao gekauft. Und obwohl sie gerade etwas Unerklärliches gesehen hatte, erkannte Mitra keine Angst in ihren Augen. Das Bedürfnis, sich jemandem anzuvertrauen, wurde übermächtig. Schließlich hielt es Eggy nicht mehr aus. Du sagst, du hast eine Nachricht bekommen? Ich soll heute Nacht allein in den Stadtpark gehen. Eggys Augen wurden groß. Wozu? Mitras zitternde Hände wärmten sich an der Tasse. Sie zuckte mit den Schultern und dann konnte sie ihren Wortschwall nicht mehr aufhalten. Sie begann von der vergangenen Woche zu erzählen, von dem, was sie über sich und ihre Mutter erfahren hatte. Und dass es magische Völker gab, die nicht mehr miteinander redeten. Natürlich auch von dieser unheimlichen Stimme, die sie zu verfolgen schien und auf sie lauerte. Mit jedem Wort, das Mitra sprach, wurde Eggys Lächeln breiter. Das alles schien genau nach ihrem Geschmack zu sein, was Mitra überhaupt nicht verstand. Dieses Lächeln irritierte sie zusehends. Das ist nichts Tolles. Selbst wenn ich meine Aussätze unter Kontrolle hätte, ich scheine da irgendwie zwischen die Fronten geraten zu sein. Ich will mein altes Leben zurück. Eggy betrachtete sie ungläubig. Wozu? Sie fuchtelte mit ihren Armen, als ob sie nach Worten suchte. Du lebst einen Traum. Das ist so aufregend. Erinnere dich doch nur an den Schmetterlingsschwarm. Der war so wunderschön. Und zu deinem Date im Stadtpark begleite ich dich natürlich. Ach, ich soll doch alleine kommen. Eggy macht eine weggewerfene Handbewegung. Ich verstecke mich hinter einem Gebüsch und dann mal sehen, ob die Stimme dir helfen kann und was sie überhaupt unter Hilfe versteht. Für Eggy klang das alles so leicht. Einfach hingehen und sehen, was passieren würde. Aber so einfach war das sicher nicht. Dennoch war sie froh, dass ihre offensichtlich unerschrockene Freundin sie begleiten wollte. Es wurde ihr ein bisschen leichter ums Herz. Sie nahm einen großen Schluck von dem mittlerweile nur noch warmen Kakao. Das muss ich unbedingt Vera erzählen. Die steht total auf diesem ganzen Fantasy-Kram. Eggy zog begeistert ihr Handy aus der Tasche. Mit einem Satz packte Mitra Eggy am Handgelenk, wobei sie ihre Tasse umkippte. Der Rest der warmen Schokolade breitete sich schnell auf den Tisch aus. Scheiße. Flink packte sich Eggy Servietten und sog damit den entstandenen braunen See auf. Was sollte das denn?
Mika tupfte unbeholfen mit ihrer ihre letzten Reste vom Tisch. Tut mir leid, aber du darfst niemand von meinem Spleen erzählen. Ich möchte keine Außenseiterin werden. Und außerdem scheint das alles ohnehin eher unter dem Ausschuss der Öffentlichkeit zu passieren. Eggies Gesicht leuchtete förmlich auf. Ein Geheimnis? Wie aufregend. Sie gab Mitra feierlich die Hand. Einverstanden. Wahnsinn, das ist alles so cool. Eggies Augen glänzten. Mitra konnte die Freude gerade überhaupt nicht teilen. Sie konnte nur an diese kalte Stimme denken, an diese mächtige Präsenz. Was wäre, überlegte sie, wenn sie nicht zu dem Treffen im Stadtpark ginge? Sie war ja bereits am Herzinfarkt nahe, wenn sie nur an diese Stimme dachte. Eggies Fuß wippte hin und her. Sie konnte nicht mehr stillsitzen, während sie verträumt in die Luft starrte. Komm alleine. Mitra dachte an Minerva und Mildred. Aber die glaubte ja noch nicht einmal daran, dass etwas hinter dieser Barriere lauerte. Sie würden ihr einfach empfehlen, zu Hause zu bleiben. Aber was dann? Würde das Ding nicht wütend auf sie werden und sie vernichten wollen? Gedankenverloren schnippte Mitra mit ihren Fingernägeln. Und weißt du, was das Tollste ist? Ich habe mir heute eine schwarze Jeggings und ein schwarzes enges Oberteil gekauft. Perfekt für heute Abend, als ob ich es geahnt hätte. Vielleicht habe ich ja selbst übersinnliche Fähigkeiten. Mitra hörte Eggie nur mit einem Ohr zu, setzte ein Lächeln auf und nickte. Ihre Gedanken waren ganz woanders. Sie erinnerte sich gerade an den morgendlichen Ausflug mit ihrer Tante. Im magischen Feld hatte sie sich so mächtig gefühlt. Dieses Gefühl brauchte sie wieder. Sie fasste einen Entschluss. Du, Eggie, gibt es hier in der Nähe einen Park? Eggie wirkte wegen des Themenwechsels ein bisschen verwirrt, nickte aber aufgeregt. Ja, bei der Gertrudenkirche beim Kuhmühlenteich. Ich möchte gerne etwas ausprobieren. Mitra hob sich bereits. Eggie klatschte vor Aufregung in die Hände. Es schien der beste Tag ihres Lebens zu sein. Werde ich gleich etwas sehen? Mitra zuckte mit den Schultern. Woher sollte sie das wissen? Im Park suchte sie unter einem Baum Unterschlupf, da es anfing zu regnen. Mitra schaute kurz auf den kleinen See. Ich kann es nicht gut kontrollieren. Und es ist erst das dritte Mal, dass ich etwas machen möchte. Sie setzte dabei etwas mit ihren Fingern in Anführungszeichen. Eggie nickte. Mitra seufzte, nahm ihre Tasche, legte sie auf den feuchten Boden und setzte sich darauf. Danach schloss sie ihre Augen und versuchte sich auf die Luft und die Umgebung zu konzentrieren. Zunächst passierte gar nichts, außer dass ihr Fuß einschlief. Eggie suchte etwas in ihrer Tasche und Mitra konnte es rascheln hören. Sie wurde langsam selbst ungeduldig. Sie streckte ihren Fuß aus und schüttelte ihn, wobei sie sich mit den Händen auf den Boden abstützte. Auf einmal wurde ihr warm. Und obwohl sie die Augen geschlossen hatte, sah sie ein weißes Licht und sie hörte wieder diese schöne Musik. Sie entspannte sich. Sie hatte es geschafft. Gar nicht mal so schlecht. Es war wunderschön und berauschend. Doch da hörte sie etwas platschen. Ganz leise. Mitra spürte sofort, dass sie nicht alleine war. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Hallo? War die Stimme hier? Das Platschen wurde lauter, während die Musik leiser wurde. Es klang so, als ob jemand aus dem Wasser komme. Sie schaute sich um, sie konnte sich nirgends verstecken. Es war einfach alles nur blendend weiß. Also straffte sie ihren Körper, machte sich gerade. Sie hatte Kräfte. Ihre Aussetzer würden sie schon beschützen. Das Ding oder was auch immer es war, platschte nur ins Wasser zurück. Sie hörte Wasser rauschen und gurgeln. Und schon spülte Wasser um ihre Füße. Der Pegel stieg. Panik kroch in ihr hoch. Immerhin hatte sie die Stimme noch nicht vernommen. Dafür spürte sie Hitze in sich hochkommen. Ihre Kraft war aufgewacht. Ihr inneres Feuer. Draußen in der realen Welt hätte ihr das Angst eingeflößt. Hier beruhigte es sie. Das Wasser, das bereits um ihre Knie schwappte, verkochte, sodass sie nun in einem Kreis aus Nebel stand. Sie war wieder trocken. Eggie hätte das gefallen, musste sie unvermittelt denken. Die Neue, zischte es aus dem Wasser. Was will die Menschenbrut von uns? Mitra suchte verunsichert nach einem Gesprächspartner. Sie begann unvermittelt mit ihren Fingernägeln zu schnippen. Als sie bemerkte, was sie da tat, zwang sie sich dazu, wieder aufzuhören. Sie wollte möglichst souverän auftreten, also verschränkte sie zur besseren Selbstkontrolle ihre Arme vor der Brust und reckte ihr Kinn nach oben. Wer bist du? Fragte Mitra. Eine bedrohliche Stille erhob sich. Und auf einmal spürte sie einen Schwall Wasser, der sich über ihren Kopf vergoss. Mitra keuchte vor Überraschung wegen der Kälte. Das Wasser verdampfte augenblicklich wieder, da sie noch genug Hitze ausstrahlte. Wer ich bin? Du dringst in meine Welt ein und fragst, wer ich bin? Verbrenn dir nicht deine Finger, zischte es erneut aus dem Wasser. Da tauchte aus dem Nebel auf einmal ein grauenvolles Wesen auf. Mitra erkannte es sofort. Es war das Wassermonster, das sie vom Zug aus gesehen hatte. Die Nixe aus dem Buch ihrer Mutter. Mir zog sich alles zusammen.
Sie konnte nur diesen riesigen Mund sehen, der quer durch das gesamte Gesicht zu gehen schien. Und in diesem Mund blitzten zwei Reihen aus messerscharfen Zähnen. Durch dieses breite Maul schien die Nixe immer zu grinsen. Eigentlich wollte Mitra sagen, dass es auch ihr Reich war, doch sie sah nur diese Zähne, die sie einschüchterten. Ich wollte nur trainieren. Ich wollte dich nicht stören. Die Nixe fixierte Mitra. Wer schickt dich? Zischte sie. Hilflos zuckte Mitra mit ihren Schultern. Jeder noch so dumme Menschenbrot weiß, dass das Wasser unser Gebiet ist. Oder wollt ihr nutzlosen Dinger noch mehr Ärger? Wie wäre es mit einer neuen Sturmflut? Mit jedem Wort, das das Wassermonster sprach, schien es näher zu kommen. Nun sah Mitra auch den schuppenbedeckten Körper und die Klauen, die sie fast berührten. Irgendwas schien Mitra zu schützen und sie hoffte inständig, dass dieses Etwas nicht schwächer werden würde. Sie konzentrierte sich darauf, heiß zu bleiben. »Warum hassen sich alle Völker?« fragte sie. »Weil man euch nicht trauen kann«, zischte die Nixe. Die Klaue der Nixe versuchte näher an sie heranzukommen, so aggressiv und hinterlistig, nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Die Nixe spuckte die letzten Worte beinahe aus. Mitra dachte an die Stimme, die von der anderen Seite der Barriere zu ihr zu sprechen schien. Was, wenn diese brüchig würde und die Völker nicht mehr zusammenarbeiteten? Würde die Menschheit das überleben? Aber was ist, wenn die unsichtbare Barriere eingerissen wird? Fragte sie. Das Wassermonster zog die Klaue zurück. Sein Grinsen schien breiter zu werden. Das wäre euer Pech. Was würde dann passieren? Wir alle werden mächtiger und der Schwächste? Die Nixe fuhr mit einer ihrer Klauen einmal über den Hals und gab dabei krächzende und glucksende Geräusche von sich. Dabei blähten sich ihre Kiemen am Kopf auf und sie spuckte unvermittelt Wasser auf Mitras Gesicht und ihren Hals. Bevor dieses verdunsten konnte und sie wieder Nebel gehüllt war, griff die Nixe mit einer Klaue nach ihr und kratzte Mitras Haut auf. Sie schrie auf. Auch das Wassermonster gab einen kehligen Schmerzensschrei von sich. »Lasst euch das eine Warnung sein, die und deiner Sippe! Haltet euch von unserem Reich fern!« Damit verschwand das Wesen und auch das Wasser floss wieder ab. Mitra blieb alleine zurück. Die Musik ertönte nicht wieder. Ungläubig fasste sie ihr die brennende Wunde am Hals an. Tränen schossen in ihre Augen und plötzlich befand sie sich wieder am Kuhmühlenteich. Sie fühlte sich fiebrig und spürte, wie ihre Wunde schmerzte. Wie durch einen Schleier sah sie Eggie, die vor ihr kniete. »Was ist passiert? Ich rufe den Notarzt!« Eggie holte ihr Handy heraus. »Alles ist gut!« »Nein, bring mich zu meiner Großmutter.« »Danke.« Was? Du hörst jetzt auf? Jetzt hört's auf. Gut, du musst mir dann noch genau sagen, welche Stelle das war, damit ich da weiterlese. Alles klar, sehr gerne. Also, dass ihr immer an diesen Stellen aufhören müsst. Sonst wäre es ja auch langweilig. Nein, nicht für mich. Ich lausche ja gerne. Ja. Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet? Das war eine ziemlich skurrile Nummer, weil am Anfang war die Entstehungsgeschichte von Hamburg. Also ich war in so einer in einem Museum, im archäologischen Museum von Hamburg, und da wurde das ein bisschen erklärt mit der Hammerburg und was da damals war. Und ich fand das so faszinierend, weil es gar nicht so ganz klar ist, was da damals passiert ist und wo und hä und hi. Und dachte, das ist ja witzig, da würde ich, glaube ich, gerne mal eine Geschichte drüber schreiben. Und dann habe ich dann angefangen, irgendwie mir zu überlegen, wie es denn damals wo gewesen sein könnte, mit so ein bisschen magischen Sachen, und dachte so, ach Gott, aber dann müsste ich das ja alles so recherchieren, was damals denn so war. Ach, das ist so anstrengend. Und dann dachte ich so, es wäre eigentlich viel cooler, wenn es in der Jetztzeit wäre. Aber wie kann ich das denn zusammenbringen? Und diese ganzen Überlegungen irgendwie, die alleine haben, glaube ich, schon ungefähr so ein Jahr gebraucht, bis ich dann so eine Grundüberlegung hatte. Und dann tatsächlich ist Mitra im Alter auch noch immer hin und her gesprungen, bevor ich dann tatsächlich das Setting dann irgendwie wirklich eng gefasst hatte. Alles in allem, würde ich mal schätzen, waren das so 2 bis 3 Jahre. Ja, ist doch super. Andere brauchen länger, daher. Ja,
Jetzt hast du die nächste Frage schon fast beantwortet, aber vielleicht kannst du ja trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen. Woher bekommst du deine Ideen? Vielleicht fällt dir noch was ein, außer das Museum. Das hört natürlich sehr intelligent an, aber so häufig bin ich tatsächlich nicht im Museum. Ich dachte, du bist täglich da. Häufig tatsächlich bei so Alltagssachen. Also wenn ich spazieren gehe und mir irgendwas auffällt, dann macht es manchmal so ein bisschen Klick und dann kommt plötzlich so eine Idee. Die schreibe ich mir dann meistens auf. Und wenn ich die richtig gut finde, dann überlege ich mal ein bisschen hin und her, bis mein Kopf ein bisschen fiebrig wird. Und dann lasse ich es dann meistens ein bisschen wieder abkühlen und versuche es dann später nochmal ranzukommen irgendwie so. Und manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Bei so epischen Hollywood-Filmen. Ich finde, man kann ja von diesen epischen Hollywood-Filmen ja sagen, was man möchte, aber da werden ja schon Emotionen geweckt, ne? Und also wenn ich dann so dann danach nach Hause gehe aus dem Kino, da bin ich auch meistens in der Stimmung, wo ich sehr offen dafür bin, irgendwie, dass da irgend so eine Idee zu mir reinkommt. Manchmal auch einfach, wenn ich mit Freunden im Café bin oder nachdem ich dann wieder zu Hause bin, dass ich dann irgendwie eine Idee habe. Also das sind ja ganz viele Dinge eigentlich. Ich glaube, man muss einfach nur aufmerksam sein, was sein Gehirn mit der Umgebung, wie das damit reagiert. Okay. Wo schreibst du? Hast du Vorlieben, Küchentisch oder Kaffee oder Parkbank oder Balkon? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wie ist das bei dir? Das magische Erbe ist teilweise und nicht nur teilweise, großenteils tatsächlich auch im Café entstanden, weil ich die Atmosphäre tatsächlich auch einfach sehr schön finde. Hat sich dann ein bisschen geändert, dass ich erstmal zumindest das Grundlegende, also bei Mitramagische Verwandlungen war ich dann meistens tatsächlich bei mir auf der Couch und habe Musik dazu gehört, so lounging Musik, Nora Jones oder Annette Louisanne, einfach die schon in so dieser merkwürdigen nostalgischen Stimmung da irgendwie letztendlich dann so drin sind. Das habe ich dann immer meistens so ganz leise an und komme damit eigentlich ganz gut klar, dass ich in so eine Idee, Stimmung dann so reingekommen bin. Und ja, ins Café gehe ich dann eigentlich noch tatsächlich, wenn ich irgendwie beim Überarbeiten bin oder an einer Stelle bin, wo ich merke, hier geht's irgendwie nicht weiter. Das klappt nicht. Und was ich gerade schreibe, ist einfach todbringend langweilig und ich bin selber so genervt und es klappt gerade einfach nicht, dass ich dann irgendwie mal das Setting ändere und in ein Café gehe oder auf eine Parkbank und dann und da fällt mir dann tatsächlich meistens dann irgendwie was ein. Also Café ist immer eine gute Sache. Also vorher, nachher, während, das ist schon ein tolles Getränk. Okay. Warum bist du Autor geworden? Ich habe so eine extrovertierte Seite an mir und eine introvertierte Seite. Und die extrovertierte Seite habe ich eigentlich immer so mit Schauspielern immer so in Verbindung gebracht. Und die introvertierte Seite dümpelt da immer so ein bisschen so vor sich hin. Ich habe damals schon in der Schule schon angefangen, peinliche Gedichte zu schreiben. Ich hoffe, ich habe inzwischen alle weggeschmissen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe den Keller noch nicht ganz aufgeräumt. Aber immer wieder, wenn ich die sehe aus meiner Realschulzeit, dann denke ich so, Gott, warum? Warum denn nur? Gut, jeder fängt mal klein an und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich auch, und ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, habe ich dann ein Drehbuch geschrieben zu Ein Sommernachtstraum. Tatsächlich finde ich das immer noch ziemlich niedlich, was ich da gemacht habe. Aber so ganz veröffentlichungsreif ist es immer noch nicht. So kam das dann irgendwo. Und dann habe ich angefangen, meinen Brotjob zu haben.
Und das fand ich alleine so eintönig. Und ich glaube, das hätte mich depressiv gestimmt, wenn ich das jetzt das Einzige gewesen wäre, was ich dann gehabt hätte, so dass ich dann halt parallel zur Arbeit so ein Online-Studium gemacht habe zum Drehbuchautor. Und so kam das alles irgendwie. Also es war immer schon so ein bisschen da und ich habe es dann irgendwann gesagt, komm, jetzt probiere ich das mal. Also wir können jetzt auch noch auf ein Drehbuch von dir hoffen? Es existiert tatsächlich, ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, wie lange es denn wohl werden würde. Ich schätze, es wäre wahrscheinlich zu kurz. Es sind, glaube ich, nur so 80 Seiten oder so ähnlich. Es ist eine Krimikomödie. Und aber als ich dann irgendwie gemerkt habe, das hat mich alles so entmutigt, wie viele Menschen man halt dafür braucht, bis es dann irgendwo dann vielleicht mal irgendwo landet. Also wie viele Leute man davon dann überzeugen muss, dass es doch gedreht werden soll. Das hat mich so, dass ich dann aus diesem Drehbuch ein Buch gemacht habe. Und dieses Buch ist tatsächlich mein Debütbuch. Schuld und Kuchengabel heißt es. Ein furchtbares Format, ein sehr süßes Buch, aber ein furchtbares Format mit einem gar schrecklichen Cover, aber einem geilen Titel, Schuld und Kuchengabel. Eine Freundin hat mir geholfen. Das ist ein toller Titel. Den finde ich super. Und die Geschichte ist auch sehr durchgeknallt. Aber das Interessante ist tatsächlich, und ich glaube, dass wenn man das Buch jetzt liest mit dem Wissen, dass es eigentlich mal ein Drehbuch war, was nur versucht worden ist von einem Drehbuch oder einem Roman, ich glaube, dadurch dann merkt man auch irgendwie, dann hat man mehr Verständnis für dieses Buch. Es ist sehr, sehr schnell geschrieben. Ich glaube, man hat kaum Möglichkeiten, irgendwo mal einen Punkt zu setzen und zu sagen, ich gehe jetzt schlafen. Was mich selber als Leser tatsächlich auch ein bisschen nerven würde. Aber es war mir auch nicht anders möglich. Aber dafür ist es auch nicht so lang. Ich glaube, es sind sowas, es sind DIN A4 Seiten, wie gesagt, ein schreckliches Format. Es sind, glaube ich, irgendwas bei guten 100 Seiten. Also gute Schnellleser kriegen es bestimmt auch an einem Nachmittag hin. Okay. Ja, dann verrat uns doch mal, wo du zu finden bist. Bei Social Media, vor allen Dingen, wie du dort heißt und was man so findet. Also Instagram, Facebook, alles, was es so gibt von dir. Webseite, Newsletter. Kannst jetzt alles raushauen. Perfekt. genau, ich bei Facebook bin ich Björn Behrmann Autor. Dann bin ich bei Instagram einfach Björn Behrmann. Und dann habe ich noch die Homepage björn-behrmann.de. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, aber den gebe ich gerade kein Futter seit mehreren Zeiten. Was auch daran liegt, weil ich einmal in der Woche jetzt bei Instagram dieses Fernsehen da mache oder wie sie das da selber nennen, diese Kurzvideos oder so. Da mache ich das jetzt einmal. Ja. Naja, ist ja ausreichend, oder? Ich finde eigentlich auch. Ja. Sollte ausreichen. Steckt so viel Arbeit drin. Ja, also ich glaube tatsächlich, also Instagram hat bei mir sehr skurril angefangen. Also ich habe am Anfang, als es angekommen ist und alle gesagt haben, oh Gott, du musst zu Instagram, war ich so, ja, aber wie denn und was? Dann soll ich nur ein Foto schicken und dann, dann schreibe ich dazu, ich verstehe Instagram nicht. Und dann habe ich es erstmal sein lassen und dann gab es irgendwann tatsächlich einen Vortrag, wo ich war, über die Gefahren von Instagram und so weiter geredet wird, das ist für unsere Jugend. Und dann habe ich mir das angehört, worum es da geht und habe mir ein paar Accounts dabei angeguckt bei dem Vortrag und dachte so, oh, vielleicht sollte ich mal zu Instagram gehen. Das war, glaube ich, nicht das, was die Lehrer von einem wollten. Egal. Genau, und dann habe ich mich total schnell in Instagram verknallt, weil ich finde, das ist so eine Love-Community. Ich höre auch immer wieder, dass so viele Leute aufeinander rumhacken und sich zerstören wollen. Das kriege ich Gott sei Dank gar nicht mit. Und das Schöne finde ich tatsächlich bei Instagram auch, dass du nur Herzen geben kannst. Es ist gar nichts anderes möglich. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und also ich finde, besser als bei Facebook ist tatsächlich diese unglaubliche Bubble, die auch nicht zerplatzen kann.
Das finde ich sehr angenehm bei Instagram. Vielleicht bin ich sogar irgendwann bei Pinterest, aber zurzeit bin ich doch bei Pinterest so, dass ich Pinterest nicht verstehe und ich weiß, was das soll. Ja, kostet auch alles sehr viel Zeit. Social Media, das darf man ja nicht vergessen. Und als Autor möchtest du ja eigentlich auch mehr schreiben, als dich um irgendeine Plattform zu kümmern. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Genau. Jetzt kannst du uns natürlich verraten, wo man dein Buch zu kaufen bekommt. Ob E-Book, Print, wie teuer? Genau. Eigentlich alles, was ihr wollt, ne? Also E-Book haben wir haben Paperback, wir haben Hardcover und es ist auch überall bestellbar. Natürlich oder leider nicht im stationären Buchhandel einfach so zu finden, aber im stationären Buchhandel kann man es bestellen. Und ich bin ja auch so ein Mensch, der sagt, Mensch, jetzt nicht nur in dieser ganzen Angelegenheit, sondern ja auch generell, unterstützt doch euren Local Dealer. Und da muss man halt tatsächlich dem Local Dealer einfach nur sagen, dass er es bestellen soll. Und dann muss er es halt bestellen. Und dann kommt es bei dem an. Genau, Buchhandlung ist super. Finde ich auch immer. Ich gehe da auch gerne rein. Ich mag das, die Bücher. Das duftet so schön. Ja, ja, wenn genau. Wenn du da durchblätterst, ne? Genau. Was möchtest du noch an deine Leser und natürlich jetzt auch an deine Hörer noch loswerden? ja, ich bin erstmal, also ich war sehr positiv überrascht tatsächlich auch von den ganzen positiven Rückmeldungen. Es ist tatsächlich so, das kann man sich vorher nicht vorstellen, ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, aber du verbringst mit diesem Buch unglaublich viel Zeit. So am Anfang sagst du, Gott, Björn, bist du cool, bist du geil, was für eine geile Geschichte ist denn das eigentlich? Heavy! Und wie gut du sie geschrieben hast, wenn das kein Bestseller wird, weiß ich auch nicht. So, das ist dann so die Rohfassung. Dann liest du es nochmal durch und denkst dir teilweise, was? Und ich verstehe noch nicht einmal, was du mir damit sagen wolltest. Warum ging es denn da? Und dann überarbeitest du das und bist erstmal depressiv, weil du denkst, ich habe keine Ahnung. Das ist ja einfach nur schlimm. Dann kommt der Lektor bzw. die Testleser, die das nochmal kurz und klein hauen. Und danach liest du es dir dann nochmal durch und sagst, okay, doch, ist eigentlich ist es doch ganz. Gibt bestimmt Menschen, die es mögen. Kann man jetzt, glaube ich, raushauen. Inzwischen kennst du diese Geschichte natürlich in- und auswendig und kannst im Hauptsache nicht vorstellen, dass irgendjemand dabei ein Spannungsgefühl fühlen kann, weil es ist doch alles selbstverständlich und es ist alles sowas von durchsichtig und unglaublich klar, was jetzt in den nächsten 100 Seiten passieren wird. Also von daher, kurz gesagt, lange Rede, kurzer Sinn und so ein Gedöns, ist man immer wieder glücklich und froh, wenn man dann eine Rückmeldung bekommt von Leuten, die dann einfach sagen, ja, das und das fand ich voll gut oder auch hier, ja, das habe ich nicht so ganz verstanden und so. Auch das fand ich tatsächlich sehr schön. Viele Menschen fanden zum Beispiel gerade im ersten Teil Mitra sehr unsympathisch und auch die Tante von Mitra auch sehr unsympathisch. Und ich musste das erstmal irgendwie verdauen, auch erstmal verstehen, warum. Und habe dann tatsächlich erst im zweiten Teil verstanden, was die Leser damit eigentlich meinten. Und ich glaube, ich konnte das im zweiten Teil dann dadurch auch wieder ganz gut einbauen, um mehr Verständnis für Mitra reinzubringen. Ich glaube, deswegen habe ich am Anfang auch gleich gesagt, warum Mitra gegen diese Magie ist, einfach um sie zu beschützen. Sie macht das doch nicht, weil sie was Gutes annehmen kann, sondern einfach, weil sie sich selber schützen möchte. Hat alles mit ihrer Geschichte zu tun. Die habe ich dann wahrscheinlich am ersten Teil noch nicht stark genug dargebracht. Ich glaube, das wird dann im zweiten Teil alles ein bisschen nochmal offensichtlicher. Von daher, Rückmeldungen finde ich immer großartig. Natürlich am liebsten ist es, wenn die Menschen meine Geschichten mögen, aber das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert und ich hoffe, das geht weiter so. Und genau, ich bin jetzt natürlich auch super gespannt, was jetzt mit dem dritten Teil dann letztendlich so wird. Die Rohfassung, wie gesagt, steht. Ich bin gerade dabei, das zu bearbeiten. Stockt gerade ein bisschen, aber ich hoffe trotzdem, dass das Ziel war ja der Herbst dieses Jahr.
Riss und sieht ganz gut aus. Eigentlich. Das hört sich sehr gut an. Das hört sich sehr gut an. Genau, man kann sich bei dir gerne, denke ich mal, melden. Du beantwortest Fragen von Lesern. Du freust dich über Nachrichten, ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, das ist doch super. Ja, Björn, das war's leider schon wieder. Aber du kommst ja wieder, hast du gesagt. Das stimmt. Da freue ich mich. Da hast du vollkommen recht. Super. War schön? Ich fand's auch toll. Dankeschön. Super. Danke fürs da sein dürfen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, und dann sage ich bis bald. Vielen Dank. Bis bald. Schönen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.